Eines Tages sagte die gute alte Erde zu den Menschen: Wie geht ihr mit mir um? Die Frage treibt mich um. Wie geht ihr mit mir um? Seid ihr denn echt so dumm? Bald kann ich euch nicht mehr geben, was ihr braucht für euer Leben. Wasser, das ihr trinken wollt, ist von euch vergeben. Sie musste lauter und lauter rufen. Hallo, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Bis die Menschen ihr endlich hörten. Entsetzt und wurde wütend. Da irrt ihr euch aber gewaltig. Ich bin nur nicht eure Dienerin. Ich bin eure Mutter. Ihr lebt aus mir. Habt ihr denn gar nicht an eure Kinder und Enkel gedacht? Aber
Die Menschen nahmen sich keine Zeit mehr, der Erde zuzuhören. Nur ein Mann mit Brille sagte im Vorübergehen: Keine Panik, unsere Kinder werden schon damit fertig werden. Da wurde die Erde sehr zornig und schrie: Ihr verdient es gar nicht, Kinder zu haben. Und am nächsten Tag rief die Erde die Kinder der Menschen zusammen. Die Kinder waren noch nicht so in Hast wie die Großen. Und sie hatten auch noch ein gutes Gehör für die Stimme der Erde. Sie kamen sofort und fragten: Psst, Kinder, Kinder, ihr seid es auch. Wir alle sind in Not und Schuld daran sind die Großen. Sie lassen euch nichts übrig von allen guten Gaben, die ich euch zu bieten brauche. Sie verschwenden Wert und Kinder erschraken. Thank you.
Da erschraken die Kinder noch mehr. Kinder, geht zu dem Großen und sprecht mit ihm. Und das taten die Kinder. Sie gingen zu den Großen und sagten: mehr Zeit für eine Antwort, denn sie hatten ihre Kinder ja lieb. Ganz verwundert fragten sie: Was soll's? Wollt ihr nicht das neueste Handy? Ja. Jawohl. Hier, sowas. Wollt ihr nicht das neueste Handy haben? Euren Luxus wollen wir nicht. Ungeduldig.
Ach was? Papalapap. Atomkraft für uns arbeiten lassen, sie ist perfekt, sauber, umweltschonend und liefert uns bis heute ununterbrochen Strom. Die Großen wütend und schrien die Kinder an. Schluss jetzt! Ab mit euch in eure Kinderzimmer! Und mischt euch nicht nochmal in Sachen ein, die euch nichts angehen. Genau. Aber die Kinder folgten den Großen nicht mehr. Sie gingen zur Erde und erzählten ihr, wie es ihnen ergangen war. So? Dann müssen wir sie anders zur Vernunft bringen. Und sie beriet sich mit den Kindern. Und nun geschah etwas ganz Seltsames. Die Erde öffnete ihren Leib. Es war ein Spalt im Berghang, so breit, dass die Kinder hineinschlüpfen konnten. Die Älteren führten die Jüngeren. Sie gingen durch einen engen Gang in eine große, dunkle Höhle. Und sie fürchteten sich nicht, denn sie waren ja in der guten Mutter Erde. Thank you.
Die Kinder kuschelten sich aneinander und schliefen ein. Sie schliefen tief und hatten gute Träume. Der Erde aber herrschte Aufregung. Verzweifelt riefen die Großen durch Lautsprecher: Die Kinder sind verschwunden! Die Kinder sind verschwunden! Die Kinder sind verschwunden! Manche spähten durch Fernrohre
und suchten in allen Richtungen. Und sie fanden Spuren. Spuren? Die Spuren führten zum Spalt im Berghang. Aber der Spalt war jetzt zu. Da brach große Trauer aus. Die Maschinen in den Fabriken blieben stehen. Supermärkte, Läden und Kaufhäuser wurden geschlossen. Busse und Züge fuhren nicht mehr. Flugzeuge stiegen nicht auf. Und die Menschen weinten um ihre Kinder. Auf einmal erinnerte sich der Mann mit der Brille daran, was die Erde zu ihnen gesagt hatte. Erde, rief er, weißt du vielleicht, wo unsere Kinder sind? Natürlich weiß ich das. Sag uns, wo unsere Kinder sind. Ich verrate nichts. Und wenn ihr mir so hochnäsig kommt, schon gar nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, eure Kinder wollen so lange nicht wieder nach Hause kommen, bis ihr ihnen wieder Lust aufs Leben macht. Lust aufs Leben? Im Moment fürchten sie sich doch nur. Lust aufs Leben, fragten die Großen ratlos. Amen.
verschwindet. Deshalb werden eure Kinder keinen Grund haben, euch dankbar zu sein. Da zogen sich die Großen bestürzt in ihre Häuser zurück. Sie waren sehr niedergeschlagen. Drehte sich und wartete. Eine große Trauer breitete sich im Land aus. Drinnen in den Häusern und draußen auf den Straßen wurde es ganz still. Alles erstarrte. Es wurde dämmerig und kalt. Die Menschen verstummten und rührten sich nicht mehr. Nur die Erde drehte sich und wartete. Und sie begann sich zu erholen. Eines Morgens, nach einer langen, trostlosen Zeit, flüsterte eine Mutter. Als sie einen Blick aus dem Fenster warf, sah sie über dem fernen Hügel einen schmalen Lichtstreifen. Demonstriert und
Die Kinder hörten ihre Stimme im Schlaf. Sie erwachten, standen auf und zwängten sich eins nach dem anderen aus dem Bergspalt hinaus. Jedes lief zu seinen Eltern. Da gab's große Freude. Sie sprachen miteinander, die Großen und die Kleinen. Manchmal nickten die Kinder und manchmal nickten die Großen. Sie berieten sich, wie es nun weitergehen sollte. Und dann machten sie sich gemeinsam daran, wieder gut zu machen, was sie der Erde angetan hatten. Sie schlossen Fabriken, in denen sie Dinge hergestellt hatten, die sie gar nicht brauchten. Und sie hörten auf, jeden freien Fleck zuzubauen und über die Straßen zu rasen. Sie ließen keinen giftigen Qualm mehr aus den Schornsteinen und leiteten keine giftigen Abwässer mehr in die Flüsse und Meere. Das alles war sehr schwierig und unbequem. Aber die gute alte Erde dehnte sich so, dass ihre Betonkruste Risse bekam und sagte: Ach, ich kriege wieder Luft. Macht weiter so. Die Menschen, große und kleine, mühten sich ab. Sie mussten sich wirklich sehr plagen, denn es gab vieles zu ändern. Mit den Schätzen der Erde gingen sie jetzt sehr sparsam. Sie warfen nichts mehr in ihre Mülltonnen, was sich noch verwenden ließ. Sie schalteten sogar ihre Atommeiler ab, auf die sie so stolz gewesen waren. Hallo! Riefen Sonne, Wind und Wasser. Hallo, hallo, macht euch doch jetzt Sturm, denn ihr braucht aus unserem Haar. Hallo, hallo, macht euch doch jetzt Sturm, denn ihr braucht aus unserem Haar. In uns steckt ein unendlicher Vorrat an Energie, mit davon so viel ihr wollt. Ich rief die Sonne. Wenn ihr das mit eurem großen Gehirn nicht herausbekommt. Das stimmt, ich habe ein Gehirn, behauptet dieses große Stirn. Und sitze ich erst einmal beim Tee, dann kommt mir sicher die Idee. Ich habe viele Jahre studiert, ich habe vieles ausprobiert. Ich ziehe Energie heraus. Atome
ein großes Windrad soll sich drehen. An Land, am Meere soll es stehen. Und damit kann ich Strom erzeugen, ganz ohne meinen Arm zu beugen. Turbinen setz ich ein in Flüssen nach bürokratischen Beschlüssen. Und damit kann ich Strom erzeugen, ganz ohne meinen Arm zu beugen. Automatisch handeln und damit kann ich Strom erzeugen, ganz ohne meinen Arm zu beugen. Nur mal kurz nachdenken. So schwer war das gar nicht. Die Menschen fanden es also heraus. Sie pflanzten neue Wälder und schonten die Tiere und Pflanzen, auch wenn sie manchmal lästig wurden. Und die Erde lächelte zufrieden. Thank you.
und die Erde wurde über und über grün und bunt. Und rund um sie herum summte, quakte und zwitscherte es wieder. Man müsste tagelang berichten, wenn man aufzählen wollte, was die Menschen sonst noch alles taten. Sie wurden ärmer dabei und hatten nur noch wenig Freizeit. Und oft wurden sie ungeduldig, ja zornig, weil alles so langsam ging. Darüber wurden die Großen alt und die Kinder wurden groß und bekamen wieder Kinder. Und nun ehrten sie alle die gute alte Erde und pflegten sie. Soll ich dich gießen? Ja, gerne. Sogar der Mann mit der Brille erkundigte sich immer wieder, ob sie sich wohlfühle. Liebe Erde, wie geht's denn so? Gut, sieht man mir das nicht an? Ja, super, supi. fragte sie und umhüllte ihn mit einer Wolke von Blütenstaub. Danke. Danke, liebe Menschen. Eure Mühe hat sich wirklich gelohnt. Yeah.
ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, es ist eine Lust, mit euch zu leben und zu musizieren vor allem.